Hallihallöchen, meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Automarschef. Immer noch mit dem Wärmekissen, das schon nicht mehr warm ist. Also lege ich es dann doch mal beiseite. Oh, meine Schulter, die bringt mich um. Beim Trainieren verletzt, irgendwie gezerrt oder keine Ahnung, Nerv eingeklemmt. Ich habe keine Ahnung. Egal, geht schon. BASD funktioniert noch. So, haben wir ja in der letzten Folge, gestern haben wir ja dieses Monstrum entworfen. Könnte ich noch irgendwo was einsparen, wenn ich den weiter rüber setze? Dann, nö, ich muss ja hier rankommen. Oh, hier könnte ich einsparen, ja. Ein Fließband weg und den hier hin. Moment, der arbeitet nach links, oder? Ja, hier hin. Also dann das auch weg. Und den dahin. So, 59. Da haben wir schon wieder ein bisschen gespart. Das geht ja nur so. Und der jagt das Brötchen direkt da raus. Okay. Ah, das kann ich dann ja mit denen auch machen. Der arbeitet nach hinten. Ja. Also dann können wir das da weg. Das da weg und das dahin und das dahin. Hier schon wieder eingespart und der arbeitet auch nach hinten, ja. Dann heißt das das hier weg. Das hier weg. Das hier weg. So. Ja. 58. Der könnte auch nach hinten arbeiten direkt, ne? Die kommen sich ja eigentlich nicht in die Quere. Ja, komm. Geradeaus. So, dann machen wir das da noch weg. Dann sind wir bei 58. Und die sind alle schon... Da haben wir schon viermal. Bei dem haben wir zweimal. Und bei dem haben wir viermal. Da könnten wir einen bestimmt einsparen. Na, schauen wir mal. So, jetzt gucken wir erstmal, ob das so funktioniert überhaupt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich mach mal die Kamera so. Kann ich das nicht wegmachen hier? Das nervt so ein bisschen. Naja. Nein. Hier, Baupläne. Bestellung simulieren. Dass das Budget überschritten, entferne einige Maschinen, um fortzufahren. Okay. Gut, dann. Wer steuert denn die Grills? Der steuert diese zwei Grills. Dann nehmen wir den raus. Und den setzen wir mal hier hin. Gut, dann sind halt zwei Grills dauerhaft an. Das hier sind vier und das hier sind vier. Na gut, aber jetzt sind wir zumindest mal wieder im Budget. Hier, ne? Bestellung simulieren. Ein Doppelburger. Geil, das funktioniert. Die können es direkt da rausnehmen. Oh oh. Kohle. Brötchen ist drin. Der hier hat Bacon. Stoppen. Geradeaus knusprige Baconstreifen.
Warum nimmt er mir die knusprigen Beckenstreifen nicht raus? Betriebsmodus geradeaus. Der zeigt doch da drauf. Eigentlich sollte das doch funktionieren. Probieren wir nochmal. Ah, ich probiere mal einen Hotdog. So. Brötchen und Würstchen. Würstchen. Würstchen braun. Roboter macht gar nichts. Nein, Roboterarm macht gar nichts. Okay, und der macht auch nichts. Weil der ist falsch rum. Der muss zur Maschine zeigen. Und nein, Moment mal. Da soll er hinarbeiten. Hinten holt er ab und arbeitet dorthin. Dann sind die falsch rum. Hinten holt ab, arbeitet dahin. Hinten holt ab, arbeitet dorthin. Arbeitet dann nach rechts. Nach links. Ach, Quatsch, da muss der so rum hin, ja. Und so, genau. Und arbeitet nach da. Und der arbeitet ganz normal nach da. Der arbeitet von hinten nach rechts und ja, hätte ich auch vorher drauf kommen können, ne? Und er arbeitet von hier nach links. So müsste es passen, ne? So, dann dürften die auch das Essen nicht mehr verbrennen. So, dann schauen wir mal. Einmal Hotdog simulieren. Hotdog-Brötchen und Hotdog Würstchen. Ja, genau. Brötchen ist drin. Würstchen. Ist gegrillt. Ja, sehr schön. Zack, zack und rein. Und da kommt ein Hotdog gleich raus. Dauert relativ lange. Wie 0 von 2. Moment mal, hey, wo ist der? Fertige Gerichte nach rechts. Einfach Hotdog. Einfacher Hotdog besteht aus Rohrhotdog, gegrillter Hotdog, Hotdogbrötchen, einfacher Hotdog, ja. Hä? Und arbeitet nach rechts. Ach, ich bin ein Idiot. Der kann das doch gar nicht vom Band wegnehmen. Und der muss das so wegnehmen. Ja, der nimmt doch das von der Station da weg. Okay. Gut. So, einmal Hotdog simulieren, bitte. Brötchen. Ist drin. Würstchen. Ist gegrillt.
ist drin. Wird produziert. So, fertig. Und er nimmt's und setzt drüber. Jawohl. Perfekt. Hat funktioniert. So, dann machen wir einmal noch eine Doppel-Bacon-Burger-Bestellung. Ein Brötchen, Bulette, Bacon, Käse, Zutatenzerleger, fängt nicht an. Bacon, Burgerbrötchen, Bacon, also wir haben zwei gegrilltes Patty, einmal knusprige Baconstreifen und einmal Burgerbrötchen. Und der Käse? Der Käse läuft nicht. Welcher war denn für den Käse zuständig? Der hier, ne? Ein, wenn Bestellung aussteht. Einfacher Hotdog. Ach so, shit. Den können wir da nicht mit reinnehmen. Ne, der muss dauerhaft laufen. Okay. Dann schauen wir mal. Stromverbrauch. So, wir haben ein Brötchen. Einmal Brötchen. Einmal Käse. Zweimal Käse. Einmal Baconstreifen. Und zweimal Patties. Dann müsste es richtig sein, ne? Ja. Wunderbar. Verbrauch der Energie. Boah, wir sind ja noch lange nicht bei der zu vielen Energie, um Himmels Willen. Ja, das ist ja gar nichts. Na dann starten wir doch mal. Könnte natürlich sein, dass wir da vom Stromverbrauch dann ein Problem kriegen. Muss ich mal schauen. Ist natürlich auch die Frage, was ist besser? Schneller grillen und schneller zubereiten? Ein Doppel-Bacon-Burger wurde bestellt. Da kommt das Brötchen und der erste Käse. Da kommt der zweite Käse. So, da kommen schon wieder die nächsten Bacons. Und da geht schon los mit dem Hotdog. Ja, jetzt kommt auch ein bisschen Stromverbrauch zusammen, ne? So, der erste Burger ist fertig. Der erste Hotdog ist fertig. Stromverbrauch sind wir bei 270 von 1400. Geht noch. Ah, schön, wie sie alle hart am Arbeiten sind. Kamera kann ich jetzt doch, kann ich noch drehen. Der füllt da rein wie blöde.
haufenweise Zutaten schon drin. Eine Bestellung läuft in Kürze ab. Ja, aber haben wir noch geschafft. Okay. Also es geht wohl doch auch ein bisschen um Zeit. Man sieht nicht, wie lange die Bestellungen... Oh, der Doppelbacon. Ah, gerade wurde er noch fertig. Okay. Bacon Burger. Der ist auch noch in Mache. Hier wird noch Hotdog produziert. Okay, ich hätte die schneller machen müssen. Kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Aber wir sehen, wir kommen da knapp an die Bestellungsgrenze ran. Das heißt, wir sollten die Assembler sollten wir schneller machen. Da ist dann der Stromverbrauch. Ja gut, den müssen wir dann... Den müssen wir dann leider in Kauf nehmen. Gegrillte Baconstreifen. Oh, und gegrillte Patties. Oh, da muss das riechen. Oh, lecker, lecker. Schon wieder ein Doppelburger auf Gelb und auf Braun, aber geht raus. Ja, gerade so. 12 haben wir schon, 12 Gerichte serviert. Und da kommt der nächste Doppel-Bacon-Burger, gerade so. Ja, ich hätte das Ganze noch einen Tacken weiter reinsetzen können. Oder? Nee, hätte ich nicht. Wegen dem hier. Ich habe gerade überlegt, alles noch ein Stückchen rüber rücken, aber das Fließband hier... Ja, aber so funktioniert es ja. Und jetzt fehlt noch ein Hotdog. Ein Hotdog, der kommt schon. Da kommt er. Und da kommt schon der nächste. Ja, hat erstaunlich gut funktioniert, muss man sagen. Verbrauch der Energie sind wir auch noch drin. Wir müssen eh nur noch 3 Stück machen. Oh, aber da können wir die wahrscheinlich nicht schneller machen. Also da müssen wir das nächste Mal drauf ankommen lassen, dass eventuell mal eine Bestellung ein bisschen später kommt. Ja, immer gerade so. Erfolg. Doppelt hält besser. Es gibt keine Küchenereignisse, die angezeigt werden können. 20 Bestellungen, Stromverbrauch und Benutzer weniger als 95 Zutaten. Ausgegebenes Geld dann 50.000. 92 Zutaten haben wir verbraucht. Wunderbar. Effizienz 82%. Minimiere die Grundfläche der Küche. Oh mein Gott. Minimiere Zutatenverschwendung. Das haben wir ja sowieso. Minimiere den Stromverbrauch. Ja, das ist... ein Zutat mehrere Gerichte benötigt, bestellen Sie es aus den mehreren Gerichtetypen einsetzen. Was? Wenn eine Zutat für mehrere Gerichte benötigt wird. Ja gut, das hatten wir ja jetzt nicht. Ach, für 2 Burger dann könnte man den Käse... Ja, genau. Ja gut, das wissen wir ja. Okay, wunderbar. Möchtest du deine Küchenkonfiguration speichern? Nein. Passt schon. Friss oder stirb? So, ja. 20 Menüs, verbrauche weniger als 900 Watt. Benutze weniger als 80 Zutaten. Asiatische Note. Hm. Könnten wir auch schon machen. Oder friss oder stirb. 50 Menüs. Boah. Okay, das ist haarig.
und Straßenküche. 30 Menüs, 1800 Watt Strom, 125 Zutaten. Das werden riesige Menüs sein. 20 Menüs. Ich glaube, da machen wir das. Da gehen wir mal in die chinesische Riege, in die chinesische Abteilung und ja, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie Sushi oder so. Immer ganz interessant. Würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge mal an. Wenn es wieder heißt, Time to Play hier bei Automarchef. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.